Da sind wir wieder. Und ja. 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 Also, wir waren noch immer dabei. Also, wie willst du mit der Leiter nach unten kommen? Wie willst du den die fest, wie willst du die Halterung fürs Geländer machen? Aus Glas? Leitern kann man nicht an Glas befestigen. Sie sollen ja nicht am Geländer drauf sein. Ich habe gesagt, was willst du als Befestigung für die Leitern machen? Wo du die Leitern dran machen willst? Schau dich mal um. Daran. Stein? Ja. Du hast gesagt, das machen wir so, damit wir mehr Rohstoffe finden. Aber wenn hier in der Mitte ein Rohstoff ist, finden wir den trotzdem nicht. Ich habe ja nicht gesagt, ich habe ja nicht gesagt, wir sollen ein gigantisches Scheiß-Dings da übrig lassen. Das heißt, es ist genug, wenn der 4, wenn der 2x2 ist. Wie, was, wo, verstehe ich nicht. Wenn dieser, wenn diese Säule, wo wir die Leute dann dran haben. Also, meiner Meinung nach gibt es überhaupt keine Säule. Doch, das ist die Säule. Wir müssen die Leute dann irgendwo dran machen. So, an die Wand? Nein. Warum nicht? Warum machen wir es nicht so? Dass wir die Leute dann jetzt hier ran machen. Und kann man nicht runtersehen, das ist episch. Doch, man kann runtersehen. Nein, du kannst, wenn du dann runter siehst, ist hier Leiter. Ist hier Treppen, keine Leitern. Nein, halt. Das heißt, du meinst. Du, ja, Sekunde. Das heißt, du meinst, wir sollen da einfach. Hier ran. So ganz rundherum. Warum ganz rundherum, um Gottes Willen? Das heißt, du willst so einen Freifallzeugs Raum. So, ja. Das hätte klasse. Und wir müssen uns dann so was einfallen lassen, wie wir dann. Ja, wir können dann einfach. Das hätte schon klasse, muss ich sagen. Wir können dann einfach von der Seite muss ich so sagen. es wäre ziemlich scheiße, wenn wir dann so an eine Ecke kommen und dann nicht an eine Leute richtig dran kommen. Die können wir ja mit Glas so absperren. Ja, das ist ja auch scheiße. Und damit wir. Ja, okay, dann müssen wir eben so springen, dass wir nicht an eine Ecke kommen. Und hier so ist ein Rundgang. Das ist ein ganz rundherum machen. Ja, dieser Rundgang, das muss man eben von überall runterspringen. Dann mit so einem Freifall-Dings ist man auch sehr schnell unten. Da hast du recht. Wir können das ja eigentlich auch aus Eisen machen. Was? Das Geländer. Eisengitter. Ja, das hätte dann so eine Art Gefängnis-Stil. So, und dann können wir von der Seite so ranspringen. Ich habe schon verstanden, aber Nur dann ist das die Idee mit dem Glas geht dann nicht mehr so ganz auf. Außer wir würden hier so Glas machen, dass wir dann bis hier hingehen und runterspringen. Hä? Ja, Moment. Ich nehme gerade mal Erde als Glas. So. Dass wir Glas so machen würden. So. Also Glasblöcke? Ja, ja. Ich spreche von Glasscheiben. Ach so. Die dann so wie ein Gelände, wie eben ein Gelände so rumgehen. Ja, dann hätte man hier aber so Glasblöcke. Das über uns klingt nach einem Creep, wenn du mich fragst. Kein einziges Geräusch. Das ist bestimmt Nacht. Ja, dann könnte man so runterspringen. Und es geht langsam. Auf die Glasblöcke könnte man auch Glasgeländer setzen. Ja, das wäre scheiße. Nein, da hätten wir keinen freien Fall mehr. Ja, ja, eben. Wir können das Ganze auch natürlich viel größer machen. Ja, das kann man ja nachher noch optimieren. Wir brauchen aber sehr viel Holz, um die ganzen Leute anzumachen. Das ist das einzige Problem. Die kosten eigentlich gar nicht so viel. Das habe ich bei meinen Strip Minings Aktionen eigentlich schon rausgefunden. Ja, Nacht. Da vor hinter unserem Haus ist ein Creeper. Das freut mich. Dann schlafen. Also das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Wir haben so Doppelwände. Ja, damit man oben Holzboden machen kann und unten trotzdem eine Steindecke. Ja, Creeper, sicher. Haben wir nicht mehr Holz?
Warum pflanzt du eigentlich kein Holz, frag ich mich. Weil wir genug Bäume und rundherum uns haben. Nein. So, alles? Ja, werden wir wohl brauchen, aber Bäume? Wir leben in einem Sumpfgebiet. Ah, ja, das meinst du. Ja, gut. Das sind aber nicht so enorm viele Bäume, ich finde. Das ist, ja, wir werden schon viele Leute brauchen, du hast recht. Wird das aufgehen? Ja, es wird aufgehen. Yay. Also, für drei. Gut. Das sind nicht genug. Das sind genug, damit wir überhaupt mal zum, überhaupt provisorisch runterkommen. Moment, dafür ist genug. Ich mach nur ganz kurz was. Wir haben nur ein Glück auf der Haustür. Ja, und jetzt machst du aber ein Eisenschwert. Ja, weil wir jetzt mehr Eisen haben. Na gut. So, jetzt einfach rauslaufen. Wir brauchen eine Hintertür übrigens. Wir werden nicht verfolgt. Das weißt du hoffentlich. Der ist nicht mal annähernd so schnell wie wir. Geh schon rauf und kill den Creeper. Ja, ich will das jetzt mal wissen, wo der überhaupt steht. Zu der Spinne am besten gehen. Kill den mal, wir bräuchten für. Ja, Seide haben wir eigentlich. Wir gehen einfach um, die stellt eine sehr große Gefahr da. Das sei auch ironisch gemeint. Geh einfach rauf. Da läuft irgendwo ein alter Creeper rum, das macht nichts. Wie du gesehen hast, sind die überhaupt nicht mal so gefährlich. Da ist er ja. Ich weiß nicht, ob er das ist. Ja, und wenn schon. Das ist die super neue KI, die verwirren sich manchmal und laufen im Kreis. Das sind sehr intelligente Creeper. Das war er bestimmt. Es sind nicht genug Fackeln. Nein. Viel zu wenig Fackeln sind hier. Viel zu wenig. Ja, hier wird doch eine wunderschöne für eine Veranda, nicht? Ja, das können wir später mal machen. Wow. Ja, so hoch ist nichts. Ist nichts. Ouch. So hoch ist nichts. So, okay. Der wäre besorgt. Haben wir Glas? Haben wir Sand? Nein. Sand haben wir ein wenig. Dann schmelz das mal. Nein, das Glas ist ja nur zur Deko eigentlich nachher da. Das können wir noch nachher machen. Jetzt geht's mal primär um den Schacht. Wir graben uns jetzt mal weiter. Okay, das ist gut, dass der Seed immer an der gleichen Stelle ist. Dann mache ich da einfach Untertitel drüber. Untertitel? Ja, Untertitel einfach drüber, damit man nicht mehr erkennt, was da steht. Untertitel ist was anderes. Ja, okay, Untertitel hier hin und dann schiebe ich die da hin über den Seed. Wie macht man Untertitel? Mit dem Programm. Das heißt, du willst Zahlen mit Buchstaben verdecken? Ja. Naja, warum nicht? Man kann ja sowas nehmen wie Hash zum Beispiel, der verdeckt ziemlich viel. Leg ein Hash über eine 6 und es sieht aus wie eine 8. Ja, scheiß drauf. Machen wir irgendwie. Und sowieso, wir machen jetzt einfach Bilder Aufnahmepause. Eins. Ja, dann sehen wir aber nicht, wie tief hier. Wir werden regelmäßig, Aufnahmepause. F3, Aufnahme, okay. Wieder weiter. Dann würde ich jetzt mal vorschlagen, wir befestigen mal ein paar Leiter. Nein, hier. Hinter dir. So, also hier brauchen wir keine, das steht mal fest. Auf dieser Warum? Höhe. Nein. Hä? Auf dieser Höhe nicht, das wäre ja sinnlos, da fallen wir ja noch nicht wirklich. Ab hier unten könnten wir welche gebrauchen. Ja, wie kommen wir bitte raus? So super toll dran gedacht, oder wie? Genau. Geht doch. So, und jetzt einfach mal runter. Jupp, Fackel nicht vergessen. Ja, ja. Guck mal rauf. Das heißt, wir machen die Fackeln hier einfach an den Seiten hier drin. Ja.
Ja, das wird gehen. Ja. So, und hier müssen wir dann manchmal so zwei, immer dann so zwei Fackeln hier, so immer. Ja, ja, ja. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Obwohl, ja, wenn wir. Ja, Fackeln doch, sind doch. billig. Nein, billig sind sie nicht. Kommt raus, was man billig nennt. So, das heißt, wir bauen jetzt hier weiter. Und immer wenn der Timer abgelaufen ist, dann schauen wir mal kurz, wie weit wir sind. Sollen wir unten dann sicherheitshalber noch Wasser machen, falls wir die Leiter nicht geraten? Nein. Doch. Nur Eigentlich. hier an den Seiten, weil hier keine Leiter ist. An den Seiten. Hier brauchen Ja, wir das zum nicht. ja. So, ich weiß, das kostet jetzt ein wenig Zeit, das alles zu bauen. Jedoch können wir währenddem noch Rohstoffe finden. Und wenn wir dann mal unten in die Mine gehen, dann sind wir viel schneller unten. Das rentiert sich also. Dann sind wir Wir könnten auch ganz normales Mining machen. Das hat mehr Klasse. So Gänge, die 3x3 groß sind. Nein, 3x3x3 groß sind. 3x3x3, das heißt, wir stehen in einem Würfel. Wir stehen in einem, Drei? Ja, Dreieck. genau, in einem Würfel, ja. Das bringt uns genau was? Wir finden Rohstoffe. Nein. Nur etwas weniger. Doch, wir finden genug Rohstoffe. Moment. Ich kann das jetzt mal einfach darstellen, wie das dann aussieht, wenn wir in einem Raum von 3x3 sind. Ja. 3x3x3. Ja. Dann sind wir in einem Würfel gefangen. Nein, Das nein! ist ein Raum von 3 mal 3 mal 3. 3 hoch, Ich 2 meine lang, 3 breit. Gänge, die so breit, so hoch und so nicht lang, eben nicht lang. Nur Breite und Höhe. Ja, also dreimal, ja, gut. Ja. Naja, ich habe noch nie Strip Mining gemacht dafür. So, Das ist ein Plastik. es gibt billiges Strip Mining. Also nein, es gibt eigentlich nur, ja, es gibt nur eine Sorte von Strip Mining. Das ist immer das, da wo man immer zwei Blöcke übrig Die Wand lässt. ist ja Ja. zwei dick und dann immer einen breit. Ja, und am besten dann immer sollen die Gänge dann am besten so sechs Blöcke hoch sein. Nein. Doch, Nein, dann doch. machen wir so Etagen, die jeweils zwei hoch sind und eine Zwischenwand von zwei haben. Dann übersehen wir keine Rohstoffe. Was? Nochmal. Die Gänge sind eins breit, zwei hoch und die Wand zwischen den Gängen sind zwei breit und Ja. auch die Wand über den Gängen sind auch zwei hoch. Wand über den Gängen. Ja, so, Gang, Gang und dazwischen sind zwei Blöcke. Ja, da können aber Rohstoffe drin sein. Nein, wenn wir da Doch, Rohstoffe. da können sehr wohl Rohstoffe Wenn drin da sein. Rohstoffe drin sind, sehen wir die, weil die Wand Nein, sind zwei. die sehen nicht. Überleg mal. Wir haben eine Wand, die zwei breit ist. Dann bekommt nochmal zwei Ja, die Dinge. kann man ja versetzen. Die Dann, Gänge müssen ja nicht genau. da können zwei Blöcke Rohstoff sein. Ja, die Gänge können wir ja versetzen, dass das nicht übereinander liegt. Warte, das können. Scheiße, keine Leute. So, und hier wäre dann. Leute, gerne versetzen. Ja, sollte dann.
kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Klingt aber richtig. Timer beenden. Okay. Wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss.